Jo Leute, willkommen zurück zu Bloons Tower Defense 5. Und mir hat jemand eine Aufgabe gestellt und die werden wir heute mal zusammen angehen. Erster Teil der Aufgabe ist es, ich darf weder die Affenlehrlinge noch die Eistürme noch die Superaffen noch die Plantage mache ich ja von mir aus selber nicht und die Affen und die Ninja-Affen darf ich nicht nehmen. Was jetzt erstmal mich am größten nur die Eistürme stört. Zusätzlich dazu darf ich nur dreimal das gleiche nehmen. Also, was weiß ich, ich darf nur drei Affenpioniere nehmen. Und da muss ich sagen, daran werde ich mich nicht halten, weil es. Wann benutze ich mal drei wirklich von der gleichen Sorte, wenn ich nicht gerade rumspiele? Ich werde das noch eine Ecke schwieriger machen. Und zwar werde ich sagen, ich darf nur zweimal den gleichen Turm nehmen und darf den nur einmal auf 4-2 und einmal auf 2-4 setzen. Ist für mich dann definitiv eine Challenge und weil das andere wäre keine Challenge für mich gewesen. Weil dreimal das gleiche benutzen, wann mache ich das großartig? So, ich habe mir das vorher schon überlegt, was denn das Schwierigste sein dürfte. Und das Schwierigste, was kommen wird, ist der Anfang. Und deswegen starten wir da relativ safe rein. Mit einer Nagelfabrik. Und ziehen die erstmal hoch auf, ich denke mal 2-2. Und dann denke ich, werden wir. Also haben wir bis zu den Bleiblunds haben wir dann was. Und dann denke ich, werden wir mal gucken. So. Was natürlich schade ist, wir haben hier kein Wasser. Ich bin noch am Überlegen, ob ich gleich einen Pool setze. Aber wie gesagt, da bin ich noch am Überlegen. Und muss auch mal schauen, wie sich die Challenge jetzt so spielt. Ich habe es ja schon mal gesagt in einem Video, ihr dürft mir gerne solche Aufgaben stellen. Bin ich immer offen für. Bringe auf jeden Fall mal Abwechslung rein. Und was mir gerade einfällt, wo ich jetzt gerade drauf achte, ich habe beim Flash-Check vergessen, Musik reinzuschneiden, also beim Wunschvideo von heute. Aber dann könnt ihr wenigstens meinen Schmerz ertragen, mitfühlen, hoffe ich. Das Spiel war so scheiße, das regt mich jetzt noch auf. Also, dass ich das Spiel überhaupt gespielt habe. Das war so vergeudete Lebensmühe. Es war so langweilig. Es würde mich wundern, wenn jetzt jemand bis zum Ende geguckt hat. So. Ich finde, die sehen immer relativ cool aus. Die 1-2er Türme. Deswegen mache ich die auch meistens als erstes. Schade, dass das Ende von denen nicht so aussieht. Das Ende davon sieht kacke aus, finde ich. So. Bis die Bleibloons jetzt kommen, haben wir, glaube ich, sogar noch ein bisschen Zeit. Also werde ich wahrscheinlich jetzt einmal auf das Affendorf sparen. Weil auch das wird ziemlich wichtig, weil wir haben so die Standardsachen für Camo-Bloons sind draußen. Also Affenlehrling ist relativ günstig auf Camo-Bloons. Sniper könnten wir benutzen, aber ganz ehrlich, wer benutzt einen Sniper nur gegen die Camo-Bloons? Also das wäre ja bescheuert. Finde ich zumindest. Und dementsprechend brauchen wir auf jeden Fall das Affendorf. Das setzen wir auch schön zentral. Und dann schauen wir. Wie gesagt, Challenges einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Sollten da mehrere sein, gucke ich mir an, was da am höchsten hochgeratet wurde mit den Daumen. Es muss aber irgendwas sein, was machbar ist. Also nicht irgendwie mache eine Karte mit nur einem einzigen Turm oder sowas. Das müsste dann definitiv der Superaffe sein. Und
Ich weiß, der D hatte mir da was gesagt. Mach mal eine Challenge mit nur einem Turm. Da habe ich ihm auch gesagt, das geht nicht. Du müsstest den Superaffen nehmen und müsstest das dann auch vorher definieren. Gewinne mit einem Turm. Ja, gut, am Ende steht ein Turm. Das kann der Superaffe sein. Das ist der 4-2 Superaffe und dann ist das total langweilig, das Ding. So, da hat er gesagt, nee, du darfst nur einen Turm bauen. Das funktioniert nicht. Das kann ich euch sagen. Das könnte vielleicht so gerade eben auf Easy funktionieren, aber nicht auf und Platz war. So. Deswegen, also... Nee, das wäre auch langweilig, glaube ich. Weil nur ein Turm, ganz ehrlich, mache ich da großartig. Ich gucke zu, wie Bloons platzen. Aber ihr dürft da gerne kreativ sein und euch ausleben, was ich denn da so machen soll. So, zack, 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 zack. Überall die Teile hin. So langsam wird's eng. So langsam wird's eng. Aber wir nehmen das extra Geld gerne an, was man uns hier vorlegt. Und da kommen die Bleibloons. Ab jetzt wird es nämlich interessant. Das können wir einmal. Und jetzt machen wir, denke ich, einmal das hier. Und hier setzen wir die 4-2er hin. Warum setzen wir hier die 4-2er hin? Weil ich an den Anfang gerne den 2-4er hinsetzen möchte. Weil vorne die Moabs kommen und hinten müssen dann die... die nicht Moabs sind. Das Schwierige ist halt auch jetzt gerade die Schwarzen und die Zebra-Bloons. Und allgemein alle schnellen Bloons sind sowieso kacke für mich. Ja, Ninja-Affen in Erwägung ziehen. Das wäre cool, wenn ich das dürfte. Ich möchte halt auch nicht so die OP... Also sowas wie das Flieger-Ass oder sowas, das möchte ich halt auch nicht benutzen. Soweit es geht halt. Ich muss gucken, ob ich das dadurch hinkriege oder nicht. Aber ich denke, das müsste machbar sein. Es müsste theoretisch machbar sein. Sehr schön. Jawohl, genau so wollte ich das. Zack, 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 zack. Zum Glück gibt es ja noch einen anderen Slow-Turm. Und zwar gibt es noch diesen wunderbaren Knaben hier. Der nämlich einfach mal, ich glaube, für den Anfang wäre der 2-4er besser. Also hier für den Anfangsbereich. Oh, sind das Kamu-Bleibloons? Ich muss unbedingt das hier noch machen. Bevor ich jetzt was anderes mache, muss ich das hier machen. Bevor mich gleich irgendwelche Kamus überrennen. Habe ich keinen Bock drauf, ganz ehrlich. Den machen wir auf jeden Fall zum 2-4er. Obwohl. Ne, wir sparen erstmal, weil im Moment sieht das ziemlich stark aus. Wir müssen halt den ersten immer mit der Rakete treffen und dann hat das Ding halt ein Ziel. Oh, 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 jawoll. Klappt doch. So. Ja, ich denke, wir sollten das safe die 12k zusammenkriegen. Und dann kriegen wir die 14.4, dürften wir auch ziemlich zügig zusammenkriegen. Das wäre auch mal eine Challenge, ohne, ohne Dings zu spielen. Ohne Affendorf. Das wäre schon eine ganz, ganz harte Sache ohne Affendorf. Weil viele Sachen dann einfach nicht mehr möglich sind. So, wenn man mir zum Beispiel sagen würde, du darfst kein Affendorf und keine Ninjas und keine Affen benutzen, dann würde ich sagen, nein, auf gar keinen Fall. Würde ich nicht machen. Obwohl, doch, man könnte die Kamus noch abfangen. Man könnte die Kamus sogar noch abfangen. Aber auch wieder nur über die Fabrik. Ja, nur über die Fabrik.
würde das gehen. So, easy. Zack. Da kommt er schon. Und einmal das. Wie gesagt, da machen wir einmal. Machen wir einmal den zu Vierer voll. Und dann. Ich muss gerade echt überlegen, was wir nehmen. Ich sag mal. Ich könnte mir das hier noch ziemlich gut vorstellen. Zack, 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 zack. So. Den habe ich sogar relativ gut gesetzt. Der ist hier komplett von da bis ungefähr da, denke ich, in der Range drin. Und dementsprechend hat das Ding auf jeden Fall eine gute Reichweite. Wir setzen hier einen Moloch hin. So. Okay, der zielt sogar noch drauf. Perfekt. Nagelminen. Und jetzt setzen wir dich hin. Ich bin gerade für den 4-2 am überlegen. Ich würde sagen, den setzen wir hier hin. So. Stimmt, der, also der 4-2 würde sogar auch noch die Camo-Bleis abfangen. So. Und zack. Doppelt klebrig, doppelt gut. Setzen wir den hier nochmal dahin. Den mache ich jetzt wirklich, damit hier auf jeden Fall nur noch die reinkommen, die wirklich blutend sind und keine Zomks oder sowas. Weil Zomks werden sowieso wahrscheinlich nicht bis nach da hinten hindurchkommen. Oh, was ich vergessen habe. Was ich ja auch noch setzen wollte. So. Das Ding ist noch nicht gegessen. Das Ding ist noch nicht gegessen. Ah, wir stellen. Ich weiß, dass ich jetzt leider den Bonus nicht kriege. Aber es ist egal, weil ich den Platz brauche. So. So. Und ich denke, ich brauche da sowieso den anderen nicht. Weil der bringt es ja sowieso nicht. Ich würde unheimlich gerne jetzt einen Eisturm setzen, aber ich muss mich immer dran erinnern, darfst du nicht. So, aber hier, der ist auch ziemlich cool. Der 2-4er ist hiervon richtig geil. Der ist richtig awesome. Wenn der zum Einsatz kommt, dann seht ihr, was ich meine. Nehmen wir noch hier den. Und zack, 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 zack. So. Und die Fähigkeit von dem ist einfach ultra. So. Du bist fertig, du. Dir fehlen noch die letzten Schliffe. Machen wir den erst. Und dann machen wir den. Vierte Runde sind wir eigentlich. Fast 70. Fast in der 70. Runde.
Wäre auch mal lustig. Irgendwie so eine Challenge nur mit nur die 2-4er benutzen. Das wäre interessant. Aber wenn ich mal keine Challenges habe, ich habe selbst da ein paar Ideen. Die ganz interessant werden könnten. So. Und da. Und einmal zack. Und einmal zack. Und einmal zack. Und einmal zack. Und nochmal. Ach, ist das schön. Überall explodiert und ach, was weiß ich nicht was. Ja, keine Chance. Haben die keine Chance. Machen wir es mal so. Das ist super. Also die Fähigkeit ist wirklich gut. Ich benutze halt nur nie, weil ich normalerweise den 4-2er benutze und 2 machen eigentlich relativ wenig Sinn. Also die stacken nicht zueinander. Zumindest nicht, dass ich wüsste. Weil sonst wäre das auch ziemlich OP. Dann wären manche Türme einfach viel zu stark, wenn die gegeneinander stacken würden. Ach nee, der ist mir auch wieder zu stark. Zack. 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 Und... ja, dann kommt die nächste Welle. Bleibt denn die nächste Welle? Wow, ey, braucht das wieder ewig. Guckt euch mal die Lage hier an. Ah, das ist super. Und da ist er. So, jetzt können wir das nämlich einmal machen. Und zack. Und zack. Perfekt. Ja, an und für sich. Die Challenge war jetzt halt zum Einsteigen. Dass ihr ungefähr seht, was man mir da aufbürgen kann und was halt nicht. Moment. Wohin ist denn die Range von den Dingern? Verdammte Schitte. Goddammit, ey. Haben die Dinger eine Range? Das habe ich gerade eventuell nicht aufgepasst. Einmal das, einmal das, einmal das. Okay, also so safe sind wir noch gar nicht. Das könnte noch recht interessant werden. Zack, 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 zack. Oder auch nicht. Also spätestens hier mit dem Ding haben wir durch die vielen unterschiedlichen Türme relativ stark die Kombi. Und zack. Und keine Ahnung, was machen wir denn noch? Wir können Scharfschützen noch setzen. So, das. Immer schön auf den stärksten. Das, 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 das. Dann ist sie ja vorbei. Einfach mal zack, alles rausgeklopft, was es da so gibt. Und wups, sind sie alle weg. Das, 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 das. Ich bin mir ziemlich sicher, das war's jetzt. Ja, das war's. Keine Chance. Keine Chance, ist viel zu einfach. Okay, vielleicht doch nicht. Ups. Große Schnauze gehabt. Okay. Ja, ich hätte die. Moment, was? Achso, ich wollte gerade sagen, das war doch Runde. Das war doch die letzte Runde jetzt gerade. Sehen wir doch nichts. Und zack, zack.
zack und zack und zack, zack und das und das und das. Und ich sag's doch. Easy! Haha, easy! Ja, das passiert mir öfter, dass ich die letzte Strecke unterschätze. Gut, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, an und für sich, ich bin Challenges allen relativ offen gegenüber aufgeschlossen. Wir hatten jetzt noch 89k, wir hätten da locker nochmal irgendwie so einen Schwachsinn hinbauen können. Aber ich wollte halt so die OP-Türme nicht da benutzen. Von wegen, hätte ich da jetzt ein Flugzeug hingesetzt, dann wäre das auf jeden Fall safe gewesen. Na gut, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und eine Challenge am besten, dass ich da sehe, yo, das könnten wir auch mal machen. Und ja, wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Bloons. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.